Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir Burritos und wir machen ganz spezielle Burritos, extra gesunde fürs Training. Und ich zeige euch jetzt, was wir dafür für Zutaten brauchen. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Ich mache zwei Burritos. Dafür haben wir zwei Tortillas hier, Vollkorn-Tortillas mit Leinsamen. Wir haben eine Paprika und eine Zwiebel klein geschnitten. Genauso wie ungefähr drei Pilze sind es. Drei Eiweiß, Hüttenkäse, Pfeffer, ein bisschen Käse und Salsa. Das Ganze geht relativ schnell und dann fangen wir einmal an. So, am Anfang lassen wir die Pfanne einmal warm werden und geben ein bisschen Öl hinzu. Ungefähr zwei Esslöffel waren das. Und in der Zwischenzeit haben wir hier unser Ei klar und geben hier rein ungefähr 1 großen Esslöffel des Hüttenkäses. Dieses wird hier drin gut verrührt, dass es sich miteinander verbindet. Und gleichzeitig würzen wir es auch schon mit Pfeffer. Geben wir gut Pfeffer rein. Damit wird das hier einmal fertig. Das brauchen wir nachher. Und während die Pfanne warm wird, heizen wir auch den Backofen vor. Für die Tortillas. Backofen auf ca. 150. Hier wird ebenfalls jetzt vorgeheizt. Und sobald die Bratpfanne heiß wird, geben wir die Pilze, Zwiebel und Paprika hinzu und lassen sie schon mal anbraten, bis sie weich werden. So, die Pfanne ist jetzt warm, hat gute Temperatur bekommen. Wir geben die Zwiebel mit dem Paprika. Und die Pilze hinzu. Und die werden jetzt einmal scharf angebraten. Man sieht schon, es nimmt langsam Farbe an und das Gemüse verliert ihr Wasser und wird von der Menge wesentlich kleiner, so dass die Portion dann für zwei Tortillas reicht. So, das Gemüse ist fast gar. In der Zwischenzeit haben wir den Backofen vorgewärmt und wir können die erste Tortilla schon in den Backofen reingeben, dass sie schön warm wird. Hierbei Achtung, die Tortillas werden auch schnell hart. Dabei kann man sich behelfen, indem man sie vorher ein bisschen nass macht. So, das Gemüse ist auch langsam soweit. Das heißt, wir können die Ei-Hüttenkäse-Mischung hinzugeben. Das geht jetzt relativ schnell.
und hat eine ganz wundervolle Konsistenz, denn der Hüttenkäse schmilzt förmlich und das Ei stockt. Und sobald das hier eine schön feste Konsistenz hat, können wir die Pfanne ausmachen. In der Zeit ist der Tortilla auch schön warm geworden. Wir holen ihn hier aus dem Backofen raus. Und belegen ihn unserer Mischung, schön in der Mitte. Hierüber geben wir dann unser Käse. Eine schöne Portion. Und schöne Salsa. Das war's im Endeffekt auch schon. Machen Sie dann jetzt zu. Wir haben einen extrem gesunden Burrito hergestellt. Ist noch rausgelaufen, aber nicht schlimm. Und fertig. Da ist unser Burrito. Davon mache ich jetzt gleich noch einen. Nährwerte findet ihr unten in den in der Videobeschreibung. Genauso die Zutatenanzahl nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.